Am vergangenen Wochenende waren 9 Sportfreunde des Badmintonvereins Hoyerswerda beim 3. Wiesmann Cup in Bunzlau angetreten. Am Samstag standen die Wettkämpfe des Nachwuchses im Einzel-, Doppel- und Mixed auf dem Programm. Mit Silber- und Bronzemedaillen dekoriert, kehrte der Badminton-Nachwuchs zurück. Am Sonntag ging es dann für die Aktiven um die begehrten Pokale. Nach umkämpften sowie spannenden Spielen und einer Turnierzeit von 10 Stunden konnte Anna Karpstein einen 2. Platz im Damen- und Frank Sengbusch einen 3. Platz im Herren-Einzel verbuchen.